Kunst aufräumen. So heißt dieses Büchlein von Ursus Verli. Er räumt darin berühmte Gemälde penibel auf. Wenn er ein Miro aufräumt, dann sieht das bei ihm zum Beispiel so aus. Vorher, nachher. Oder ein Bruegel, der Dorfplatz. Der sieht dann so aus. Leergefegt dieser Platz und erschreckend aktuell. Dieses Bild. Mir ist jetzt kürzlich über WhatsApp noch ein ganz anderes Bild geschickt worden, ebenfalls ein historisches Gemälde, auch aufgeräumt und top aktuell. Ich habe es für uns ausgedruckt. Es ist das Abendmahl von Leonardo da Vinci, dargestellt als Videokonferenz. Wie im Original sitzt Jesus an einer langen Tafel. Aber die Jünger sitzen nicht um ihn herum, nein, sie sind live zugeschaltet und man findet ihre Gesichter in den Fenstern am oberen Bildrand. Vor Jesus liegt, wie im Original, das gebrochene Brot und zu seiner Linken neu befindet sich ein Spender mit Handdesinfektionsmittel. Man kann über diese Bilder lächeln, aber das, was dahinter steht, ist natürlich nicht zum Lachen. Wir würden ja gerne mit Jesus an einem Tisch sitzen und mit ihm das Abendmahl feiern. Und wir würden das morgen auch machen, denn morgen ist ja Gründonnerstag. Und da feiern normalerweise die Gemeinden besonders festliche Gottesdienste. Bei uns in der Gemeinde wird das seit vielen Jahren als Feierabendmahl gemacht. Meine Kollegin, Pfarrerin Susanne Zimmermann, lädt dann ein. Es gibt in diesen Gottesdiensten festliche Musik. Man sitzt an einer langen, schön gedeckten Tafel und es gibt richtiges Essen und Trinken, das gemeinsam miteinander geteilt wird. Das ist für viele eine großartige Stärkung. Eine Stärkung, auf die man jetzt in dieser Zeit leider verzichten muss. Denn wir können keine Gottesdienste feiern, weder an Gründonnerstag noch an Karfreitag noch an Ostern. Aber auf Stärkungen müssen wir nicht verzichten. Sie werden auf unserer Homepage in den nächsten Tagen weitere kleine Videos finden. Videos mit geistlichen Impulsen zu den Kartagen und zu Ostern. Und wer weiß, vielleicht können wir demnächst unsere Gottesdienste ja auch als Videokonferenz mit Ihnen feiern. Das WhatsApp-Bild, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, das Abendmahl von Leonardo da Vinci, das hat mich gestärkt. Warum? Weil es mir sagt, dass Jesus die Verbindung zu uns hält. Er sitzt da mit offenen Händen und er lässt uns nicht los, ganz egal wo wir sind. Er bleibt mit uns verbunden, denn sein Wort gilt. Er hat gesagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist mein Konfirmationsspruch. Ein Spruch, der mich immer wieder stärkt. Solche Stärkung, die wünsche ich auch Ihnen in dieser Zeit. Vielleicht nutzen Sie ja die Zeit zum Aufräumen. Bleiben Sie gesund und von Gott behütet und gesegnet.